I love you or I hate how you just put me in my feelings. I just wish you understood the gravity, but you got no sinners. Yeah. I guess it's better just to live it and forget it than to live it. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind mal wieder an der Grenze zwischen Italien und Slowenien und heute werden wir den Mangart biken. Aber erstmal zeige ich euch, wo wir hier so umgehen, weil das hier sieht jetzt noch relativ, ja, fast schon aus. Aber 2 Meter weiter unten ist unser Ausblick schon etwas anders. Und zwar erwartet uns dann genau dieser Blick hier mit kleiner Insel, krass grünem See. Also hier ist jetzt wirklich kein Filter drauf. Beim Video bearbeiten, muss ich zugeben, kann ich das nicht mal. Und das ist der Predilsee. Ins Tunnel. I've been wasting my time. Predil, aber vom See zur Passhöhe war es jetzt erstmal nicht weit. Da fahren wir jetzt offiziell die Grenze von Italien zu Slowenien. Voll geil. Willkommen im Triglav Nationalpark. Hier ist der Pass ja nur einspurig. Mit dem Rad kein Problem. Und da geht es jetzt heute für uns hin. Auf den Mangart. Alles verboten, außer Hunde mit Leine. Ja. Aber kein Fahrradverbotsschild. Schon mal positiv. Es sind noch ziemlich genau 1000 Höhenmeter, bis wir um sind. Absolut idyllisch, wie es hier hochgeht. Echt cool. Hat einen mega Blick auf das ganze Mangart-Massiv. Hier geht es eben auch immer wieder durch so kleine Galerien durch. Und oben wird es dann immer mehr. Aber wir zeigen euch das. Dranbleiben lohnt sich also. Angenehm zu treten, weil es Asphalt ist, aber gleichzeitig auch ganz schön heiß, weil der Asphalt, der heizt ja noch so richtig angenehm. I don't know why I can't get you out my mind. And if I find a way. Hier weiß man gar nicht, wo man filmen soll, weil es einfach überall so beeindruckend ausschaut. Jetzt sind wir langsam schon gut weit oben. Weit ist nimmer. Maximal noch 150, würde ich sagen. Dann folgt natürlich auch der Panoramaschwenk. Nach dem Krieg haben die dann sich recht schnell wieder dem Spaß gewidmet, was man natürlich auch verstehen kann, weil man muss ja irgendwie auch weiterleben. Und dann gab es gleich mal ein Skirennen, lustigerweise, aber im Sommer. Und was der Martin gerade gesehen hat, dass die von Blizzard gesponsert wurden oder wie auch immer, zumindest, dass Blizzard da voll im Spiel war. Krass irgendwie, oder? Skifirma aus Mittersill. Und was ich in dem Zusammenhang noch ganz kurz sagen möchte, weil ein paar Kommentare jetzt bei dem kleinen Pal-Video waren, dass wir so spaßig über die Kriegsschauplätze gehen. Also wir wissen das durchaus und für uns ist es auch nicht lustig, was da passiert ist, überhaupt nicht. Ganz anders. Wir sind super dankbar, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo zumindest bei uns kein Krieg ist, hoffentlich auch keiner kommen wird. Und wenn wir daran denken, dann stellt uns die Gänsehaut auf oder jetzt sind wir gerade durch so einen Tunnel gefahren. Dann sagt der Martin, das ist alles mit den bloßen Händen rausgeschlagen worden. Aber gleichzeitig, wir können ja auch nicht die ganze Zeit rennen, überströmt durchfahren. Also halt, wir haben eine Ehrfurcht davor, aber gleichzeitig, jetzt sind wir da, um unseren Sport auszuleben. Und dementsprechend wollen wir halt auch nicht die ganze Zeit jetzt Trübsal blasen. Aber gleichzeitig, wenn wir an so einem Friedhof vorbeifahren oder sowas, dann schauen wir drauf. Teilweise lesen wir dann Leute, die sind bei uns aus der Gegend, Kirchbichel, genau, 18 Jahre oder sowas. Und dann ist man einfach nur dankbar, dass es uns nicht so ergangen ist und hofft, dass es den eigenen Kindern nicht so gehen wird. Muss ich sagen, dass wir kaum Friedhof biken, sondern auf historische Pfade. Und der Bauwerk ist ja immer in Verbindung gebracht mit irgendetwas. Wenn wir jetzt aus einer Zeit von Nationalsozialismus über Straßen fahren, sind wir nicht gleich Nazi oder so. Oder lachen über so ein Wiesn einfach gewesen. Ein Bauwerk kann nichts dafür, für was es oft genutzt wird. Und wenn man da Biker, glaube ich, ist es nicht so schlimm. Aber wie gesagt, ein Friedhof
fahren wir jetzt auch nicht Mineral durch, das tun wir eh nicht, wie die Petra schon gesagt hat. Mhm. Und alles andere, meiner Ansicht nach, wenn sie da sind, die Wege, dann können sie auch genutzt und gefahren, weil sie sind ja komplett umsitzbar drin. Ja. Für nichts mehr, außer für den Krieg. Und ja. Das finde ich halt schon. Und man will halt irgendwie auch am Video dann eigentlich eine gute Stimmung rüberbringen. Richtig. Und deswegen sind wir da halt dann besonders fröhlich. Sind wir oben. Da sehen wir auf Gran Cagora runter. Ja. Mit den Seen sieht es richtig geil aus. Traumhaft. Gerade eben ist es auch warm genug, man würde schon reinspringen wollen. Ich vermute, dass beim Auto einer ist. Ja, beim Auto ist im Moment auch einer, aber da sind wir ja gerade nicht. Die Felsmassive sehen einfach so krass aus. Das Panorama gibt schon was hier. Jetzt machen wir es kurz nochmal ohne Fischei, weil man sieht nämlich sogar in die hohen Tauern bis zum Großglockner. Mülltaler Gletscher sieht man. Und wie heißt der eine jetzt nochmal, den wir auch mal machen wollen? Tobratsch, da mit der Antenne drauf. Hier. Und da hinten ist Völden am Wörthersee. Für alle Kärntner, die was uns zulassen. Jetzt haben wir ein bisschen einen Kärntner-Einschlag, der Wuschen vom Dialekt. Bei uns gibt es jetzt gerade wieder Brotzeit, Käse, Breze und die Vicky hat einen halben Gemüseladen mit dabei. Das ist so gut gerade, aber ich hätte es nicht hochschleppen wollen. Hallo. Ja, nicht falsch verstehe. I've been wasting my time. I don't know why I can't get you out my mind. And if I find a way to get it, when I do it, I can live it and forget it. Cause I hate how much I love you, or I hate how you just put me in my feelings. I just wish you understood the gravity, but you got low centers. I guess it's better just to live it and forget it than to live it and remember. I've been wasting my time. I don't know why I can't get you out my mind. Yeah, now I'm so lost, where do I go? I was in a chase, caught a flat on road. It was all love, X, no O. I was feeling rich, but we turned out broke. North Pole, life so cold. Lukewarm love, just took it to the stove. You were bad, lose all kind, no pro. We grew apart fast. I guess we was reaping what we sowed in. I guess we was unequally yoked in. Guess if we was putting on the shoulder. Guess we should've tried to take it slow. Guess I let my feelings take control. Guess I let my demon take the wheel. Used to think that we'd be growing old. Now I can't believe that it was real. It was back in late December when I did it. I just wish I could forget it. Cause I hate how much I love it. Oh, I hate how I just love to catch a feeling. Told me that you understood depravity, but now I know you didn't. I guess it's better just to live it and forget it than to live it and remember. Do say anything, yeah. Dive deeper down.
one's ever enough. Even if I try and try too hard. Tell me what to do, say anything. Mitten im Trail ist auch schon wieder ein Lost Place. Wachs. Hier ist diesmal schon alles eingestürzt. Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich komplett. Und da geht es aber auch noch weiter. Ich glaube, da ist ein Gumpen für uns. Ein blauer Pool ohne Ende. Wow, hä? Sehr, sehr geil.
Der lange blaue Fluss. Sieht echt mega aus. Wieder ein paar Meter rauf, bevor wir dann noch einen Trail zum Pit-Predil-See kriegen. Hilf, ich kann schon gar nicht mehr reden von lauter Warm. Am Denkmal, diesmal von der anderen Seite, geht es ja zurück rauf. Den Löwen habe ich euch vorher aber nicht gezeigt, also machen wir es jetzt. Und ab geht's ans Wasser, denn nach der Radtour ist in dem Fall vor dem Badespaß. Prost! Prost, zum Wohle, die Fangemeinde. Ab geht's ins Wasser! Bei mir ist es kalt, ich wollte es nicht. Ich muss auch rein. Aber geil! So schauen wir dann im Wasser aus. Oh oh, der Pudel. Da sitzen wir auch schon beim Essen. Beim Frühstücken. Ja, das liegt daran, weil er die Tour morgen so früh starten will, dass das vermutlich dann das Frühstück ist. Und Abendessen gleichzeitig. Ja, stimmt, da kann man nicht haben. Wie praktisch. Wenn aus 3 Tagen 9 werden. I've been wasting my time. I don't know why I can't get you out my mind. And if I find a way to get it, when I do it, I can live it and forget it. Cause I hate how much I love you, or I hate how you just put me in my feelings. I just wish you understood the gravity, but you got low centers.
das soll es jetzt erstmal gewesen sein für heute. Es ist 22:45 am Abend. Ich bin gerade beim Videoschneiden und morgen geht es natürlich wieder weiter. Da wäre wieder eine richtig coole Tour geplant. Wir müssen uns eben beeilen in der Früh wegen dem Wetter und deswegen hoffen wir mal das Beste, dass sich das alles ausgeht. Wir nehmen euch natürlich auch wieder mit. Also dann schaltet wieder ein, bleibt dran, ist in dem Fall falsch. Aber das verzeiht ihr mir sicher, weil es ist schon spät und ich bin müde. Gute Nacht!